Ich stand da im Flur, stand meinem Vater gegenüber und stellte ihm Fragen über den Krieg. Das waren die ersten richtigen Fragen, die ich jemals über den Krieg gestellt hatte. Er antwortete nicht. Er stand nur da in seinem schwarzen Anzug mit den gepflegten Fingernägeln. Ich nannte ihn einen Mörder. Er ermahnte mich, nicht meine Stimme gegen ihn zu erheben.